Fußgänger-Notbremsassistenten im ADAC-Test. Haben sie tatsächlich das Potenzial, Menschenleben zu retten oder zumindest die Unfallschwere zu reduzieren? Getestet wurde in 4 verschiedenen Szenarien. Mit einem stehenden Fußgänger, einem gehenden, einem Kind, das hinter einem Fahrzeug herausläuft und einem Fußgänger, der zwar die Straße betritt, aber dann stehen bleibt. Das Ergebnis kann indes überzeugen. Auch wenn die Systeme noch Potenzial nach oben haben, ist das Gesamtergebnis durchweg positiv. Mit den Fußgängerschutzassistenten können wirklich noch Leben gerettet werden. Im Test am besten abgeschnitten haben die Systeme von Lexus und Volvo. Sie können als einzige Testkandidaten Unfälle in der schwierigsten Testsituation mit dem verdeckt hereinlaufenden Kind eigenständig vermeiden. Beim plötzlich stoppenden Erwachsenen reagiert der Lexus aber über und bremst für den Fahrer etwas erschreckend fast bis zum Stand. Zwar ist die Mercedes Pre-Safe-Bremse mit Stereokamera und mehreren Radars technisch auf einem High-End-Stand. Die Bremswirkung bleibt jedoch hinter der von Volvo und Lexus zurück. So kann zum Beispiel ein Unfall mit dem gehenden Erwachsenen nur bis 20 km/h vermieden werden. BMW bietet ein günstiges System, und zwar flächendeckend über fast die ganze Produktpalette. Leider kann das nicht komplett bis zum Stillstand bremsen, aber der Fahrer wird nach der Warnung beim Bremsen unterstützt. Kommt eine Reaktion, ist die Bremswirkung viel schneller da wie üblich. Das Nachrüstsystem Mobileye ist beim Fußgängerschutz dagegen keine wirkliche Alternative. Der Fahrer wird hier lediglich akustisch gewarnt. Das kann rund eine Sekunde vor dem Aufprall einfach zu spät sein. Die Assistenzsysteme der getesteten Automobilhersteller konnten den ADAC jedoch überzeugen. Ist für das Wunschfahrzeug ein solches System erhältlich, sollte man es durchaus mit dazu ordern, denn vermeidet man damit einen Unfall, hat es sich mehrfach bezahlt gemacht.